Hallo meine lieben Leute, euer Blöksummer wieder am Start und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von 4 Years of Mario Maker. Heute wieder mit einem Level von Meng. Das verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Der hatte doch schon mal ein Level. Aber okay, warum auch immer der jetzt hier doppelt vertreten ist, keine Ahnung. Vielleicht weiß es irgendjemand. Schreibt es gerne in die Kommentare. Er hat auf jeden Fall das Level gebaut, Doki Doki Platforms. Und ja, der Boden scheint nicht so zu funktionieren, wie er funktionieren soll. Und ja, wir sollen gehen, aber nee, wir gehen durch. Aber ich glaube, Toadette traut sich nicht. Nee, wir spielen heute mal nicht mit Toadette, wir spielen heute mal mit Toad. Genau, wir spielen heute mal mit Toad. So, und ich habe natürlich geguckt, ob es vielleicht noch andere doppelte Leute gibt. Aber nö. Keine Ahnung, warum er jetzt hier so priorisiert wird. Aber vielleicht, keine Ahnung. Vielleicht sind das zwei Leute in Wirklichkeit. Na, als Beschreibung steht da ja nur Meng ist Meng. Keine Ahnung. Und da ist eine Red Coin. Und wir brauchen die Red Coins für den Kuchen. Das Level ist auf jeden Fall sehr schwer. 069 Abschlussquote. Von daher, hui. Weiß nicht, ob wir den Kuchen direkt kriegen. Aber das wäre natürlich schön. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass wir eine Münze oder mindestens eine Münze ganz blöd verpassen. Und yeah, man muss sich daran gewöhnen, an diese Mechanik. Ah ja, wie es für Kaiser Level so ist, das ist ganz normal, ganz oft zu sterben. Perfekt. Hier jetzt rüber. Und ich erinnere mich auch an das Secret von dem einem Level von Meng. Und das war ziemlich krass. Mal gucken, ob er hier wieder so ein krasses Secret hat. Aber da es Red Coins gibt, glaube ich nicht wirklich daran. Aber man weiß ja nicht. So, sehr schön, sehr schön. Wir haben erst eine Münze. Das Level. Es geht wohl eine Weile. Ich kann da oben auf der Plattform landen. Ja, das geht. Und ich habe hier eigentlich Zeit, ne? Ja, ich habe hier Zeit zum Überlegen. Sehr schön. Jetzt könnte aber auch erstmal der erste Checkpoint kommen, oder? Was sagt ihr? Und mal eine weitere Münze, das wäre doch auch gut. Da ist auf jeden Fall der erste Checkpoint. Aber wir haben erst eine Münze. Na, mal gucken. Mal gucken. Aber wahrscheinlich, ja, nö. Ich konnte ja hier eigentlich gar nichts mehr verpassen, ne? Nein, eigentlich nicht. Außer halt irgendeine ganz eklig versteckte Röhre, aber ich denke nicht, dass da sowas war. Aber beim letzten, seinem anderen Level war das ja so, dass man sich da von einem Donutblock fallen lassen musste, um dann in eine geheime Röhre zu kommen. Da ist auf jeden Fall die nächste Münze, okay. Das ist ein schwieriger Sprung. Ich muss hier, glaube ich, ein bisschen mehr warten, oder? Ja, jetzt habe ich ein bisschen mehr gewartet, aber jetzt rutscht der Toad. Du darfst nicht rutschen, Toad, das ist doch eher Luigis Ding. Sehr gut. Aber wie soll ich jetzt an die Münze kommen? Ganz schnell, oder? Ja. Und jetzt da hochspringen und dann stoppen? Ne, ich muss ja eigentlich direkt durchsliden, ne? Eigentlich schon. Okay. Das war hart. Da kann ich nicht stehen bleiben. Ne, auch die muss ich direkt weiter springen und nicht gegen den Stachel. Oh, das ist sehr schwer, das Level. Ah, gefällt mir bisher. So, nochmal. Ich muss den Speed auch so ein bisschen mitnehmen, habe ich das Gefühl. Ja. Hier jetzt ganz schnell sein und da oben kann ich wieder stoppen. Muss ich sogar. Okay. Und jetzt. Trampolin. Aufs Trampolin springen und dann links rein, oder wie? Denke schon. Nicht quetschen lassen. Das hat hohe Priorität, sich nicht quetschen zu lassen. Ah, nee, da kann ich nicht rein. Ich muss direkt dann da weiter. Okay. Das ist extrem schwierig, dieses Level. Okay. Einmal nach links ziehen und dann direkt so. Okay. Perfekt. Uff, da ist noch eine Münze. Krieg ich die? Ja, ich krieg die. Sehr schön. Das geht weiter. Uff, ah, da ist eine Röhre.
Das könnte der Checkpoint sein, der zweite. Neuer Versuch, neues Glück. Oh mein Gott, das ist so fies. Da muss man den ganzen Rest wieder schaffen. Ich glaube, ich muss hier direkt drauf springen und dann einfach weiterspringen. Oh, aber das ist so blöd. Ich stelle. Okay. Das Dumme ist halt, die Geschwindigkeit wird hier nicht, die wird hier so ein bisschen verändert immer. Ja, danke. Oh mein Gott, jetzt bitte der nächste Checkpoint. Please. Okay, Checkpoint. Sehr gut. Dritter Abschnitt. Alles klar. Let's go. Let's do this. Und der Takt wird noch schneller. Das ist nicht unbedingt, ich weiß nicht, ob das schwieriger direkt bedeutet, aber mal gucken. Wahrscheinlich schon. Vor allem jetzt werden die Geschwindigkeiten noch mehr geändert, wenn man da so im Flug auf den Powerblock springt. Okay. Das war knapp. Komm ich da hoch? Komm da hoch, oder? Komm da hoch. Muss aber auch dann direkt wieder runter, oder? Ja. Genau so. Perfekt. Und das hier. Da muss ich jetzt im richtigen Takt kommen. so. Sehr schön. Passt. 10er-Münze. Juhu. Hier hoch. Und jetzt. Was? Jetzt? Oh, jetzt muss ich sogar die Geschwindigkeit mitnehmen von dem Trampolin. Oder auch nicht. Okay, passt. Passt, passt, passt. Ich muss aufs Trampolin und dann da hoch. Alles klar. Also auch nicht leicht. Definitiv nicht. So, sehr gut. Und jetzt das... Nee, wir brauchen das Trampolin gar nicht mehr. Einfach nach oben. Sehr schön. Noch eine 10er-Münze. Und jetzt das, da hochspringen. Gegen das Trampolin und dann ducken. Ja, moin. Ich hoffe, der Takt ist richtig. Wenn ich da oben bin. Ja, oh mein Gott. Das war knapp und ich kann da nicht stehen. Ich muss direkt weiterspringen. Alles klar. Was hier oben? 2 Münzen? Ja, nehme ich gerne an mich. Ist in Ordnung. Oh, ist das die finale Röhre? Das wäre cool. Oh mein Gott. Sehr schön. Komm, Ziel. Ziel. Und der Kuchen ist geschenkt. Aber wir kriegen... Ah ne, wir kriegen noch einen größeren Kuchen. Ja, das ist doch schön. Oh mein Gott. Ich will dieses Fragezeichen... Ich will den Fragezeichenblock öffnen. Oh, danke. Oh. Bum bum. Was machst du hier? Oh, der kämpft gegen mich. Der hat einen Schlüssel. Der hat einen Schlüssel, Leute. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Ja, aber ich war ja schon im Prinzip im Ziel. Und ich schneide euch diesen Bosskampf rein. Und das Level kriegt auf jeden Fall ein Like. Ich bedanke mich sehr fürs Zusehen an dieser Stelle. Bis zum nächsten Mal. Daumen hoch dafür. Und jo. Wir sehen uns dann beim nächsten Video, beim nächsten Stream wieder. Bis dann. Macht's gut. Euer Blöks2 und ciao.